Herzlich willkommen, liebe, zur nächsten Folge von Battlefield. Ja, wir müssen jetzt abhauen aus Deutschland. Überall sind die Deutschen und wollen mich töten. Alarm ist und. Wenn unsere Sprengsätze haben, naja, würde ich sagen, nicht so funktioniert. Und mir geht die Muni aus. So, der Matt ist ganz schnell weg. Ja, schön. Ah, dafür sind die Flachs hier. Steck mich mal hier drinnen. Ach, geht gar nicht. Ja. Damit jetzt nicht war. So weit kommen wir nicht mal. Können wir mit dem Fahrzeug fahren oder müssen wir auf die Dinger schießen? Wir müssen drauf schießen. Stelle ich mir ziemlich schwer vor. Bin gewappnet. Ich stelle mir generell als Fußsoldat das sehr schwer vor. Stukas oder generell Flugzeuge zu zerstören. Generell bei noch Bodenbeschuss dazu. Arbeiten ja eigentlich genauso wie die Deutschen im Zweiten Weltkrieg auch, also von den Taktiken her und Rauchgranaten und sowas. Einfach reinballern. Irgendwen trifft man ja schon. Das nicht. Au. Bin ich, glaube ich, auch sicher, oder? Ich werde es gleich herausfinden. Okay, von denen nicht. Nein, nicht sterben. Ach so, die haben mir das Ding drüber weggeballert. Auch geil. Was ist denn das? Ja, der Ding sieht da schon. Die Luis-Gun sieht schon ein bisschen schöner aus. Nur, dass er damit ein bisschen effektiver arbeiten können. Ah. Sich noch mehr. Die Flugmanöver, die sie immer machen. Erstaunlich. Ich denke aber, die Mission, die wir hier machen, wird eh nicht mehr allzu lange gehen, oder? Nicht schlecht einschätzen. Aber naja. Okay, man muss sagen, eigentlich wären wir mit der Mission wahrscheinlich schon längst fertig. Was? So wenig? Soll ich dem Ding überhaupt Schaden hinzufügen? Können wir auch abhauen oder so? Ah, da oben sind ja die Flachs. Ganz vergessen, ganz vergessen. Weil ich hier noch den Alarm aktiviert? Nö. Weil der dann vorhin war, aber okay. Ich war das ein anderer Alarm, der ist, das ist der Special Alarm. Der braucht gar keinen Alarm. Der funktioniert ohne Alarm. Oder ohne Alarmanlage. Ja, das Flak-Profi würde ich sagen. Wieso funktioniert es wirklich einfacher? Also die Dinger bombardieren nicht. Hätten wir nicht gleich von Anfang an so machen können? Mann, fliegt doch ein Tod. Okay, naja. So ist es durch einfacher. Wir haben es geschafft. Steht durch, warum es den Katzen manchmal leckt. Yeah, because of you, you tit. Listen, I'm sieht echt nicht gut aus. Nobody not getting shot at you. You come along. This is your fucking fault. Listen to me. You took the fucking deal. You want to start paying it off your end? Then you need to fucking liven yourself up, boy. Do you understand me? Stimmt.
Ja, du wirst gern, wa? Okay. Aber wir haben ihn gekippt. Ich dachte, ja, schießen die jetzt. So, jetzt fahren wir in die Ewigkeit. Wirklich, es sieht wieder Bombe aus. Richtig schön. Die Cutscenes sehen eigentlich immer am besten aus, aber das Spiel selber sieht auch wunderschön aus. You're gonna have to do this next one on your own, alright? Just like you did all those banks, remember? Okay. Yeah. Okay, don't no bother. You alright? Yeah, of course I am. Listen. Take this. This goes bang and everything. Right. I'll get down there, finish it up. Get you some help. I'm holding you today. Yeah, just do the job and we'll see. I'm gonna have a little kip in this shithole. Don't stand there staring at me. Move. Oh nee, nee, go. Nicht, dass er stirbt. So im Sterben, weil er hatte diese Stangen. Ist jetzt Schluss oder machen wir weiter? On my own, then. Three places to go. Okay. Scheinbar sind wir wieder wie in einem. In einem einzelnen Dings. Ah, okay. Those are the radar stations that need to be disabled. So viel muss ich jetzt machen. Eine klettert also aufs Dach und will das Feuer löschen. Aber plötzlich fängt jemand an zu schießen. Aber ihm ist das egal, er macht einfach weiter. Also ziehe ich ihn runter, ging gar nicht anders. Tapferes Kerlchen das. Echt blöd, dass du nichts gehört hast. Dann wärst du nicht der Nächste. Kannst du nicht Stukas abschießen? Ja, wir könnten das theoretisch auch rumbewegen. Ich aber, ob das Silent Traveling nicht besser ist. Silent Traveling. Trieren die feindlichen Garnisonen. Oh mein, der kommt nicht hoch zu uns. Doch, wäre echt scheiße. Vorräte der Luftwaffe. Hallo. Weil wissen die eigentlich, dass ich kein Deutscher bin? Also warum hole ich mir nicht einfach deutsche Uniform? Ist das nicht schlauer? Ja, dann wissen die ja nicht mehr, wer ich bin. Okay, naja, ich spreche kein Deutsch. Das wäre ein Indiz. So an sich schon mal nur fürs reine Untertauchen wäre das doch deutlich schlauer, nicht? Oh, ich habe ihn nicht gesehen. Blöd, wenn man Sachen aus den Augen verliert, wa? Kriege langsam auch Gänsehaut hier. Die ganzen Geschleiche. Was soll denn das? Durch das voll reingerammt. Das
gar nicht gesehen, dass er durch die Tür gekommen ist, oder? Wisst ihr denn, wo ich bin? Woher? Sehen die mich durch die Wand? Ja, das ist ja ganz schön unfair. Oh. Ist aber gar nicht, was das heißt. Habe ich Sondertruppen oder? Ja, jetzt von hinten noch. Sie wissen alle, wo ich bin. Ich muss mich in diesem Haus hier verschanzen. Matt muss weg. Matt muss weg. Das war ganz schön gefährlich, jetzt rauszugehen. Ziemlich viel Leben gekostet hat. Oh nein! Penner, wirklich. Natürlich aus deutscher Sicht kann ich es komplett verstehen. Auch kein Bock, dass mein gesamtes Lager von einem einzigen feindlichen Soldat dezimiert wird. Aus meiner Sicht sage ich aber einfach nur asozial. Hört auf damit. Schön Alarm abstellen. Wo jetzt die neuen Soldaten gekommen sind. Ob es sich lohnt, weiter zu Ach, das würde euch schon überraschen. Ich glaube nicht, dass ihr wisst, dass ich hier bin. Ach, das weißt du. Ist ja cool, was er also weiß. Okay, Sprengstoff können wir mitnehmen. Ach. Empty. Wir sind echt gut, oder was? Patience not gonna believe the blast from this beauty. Mal zu. Boah! Lass die Trommelfell weg. Wir müssen nur warten, bis der Rauch wieder weg ist. Das hat keiner bemerkt. Alle tauf. Hä, ja, das will ich kein Mensch bemerkt. Weil das schau nicht wirklich. Sagen, was man will, aber gehört haben muss man das ja. Warum sagt er eigentlich immer, also warum sagen die immer sie? Nicht Shivei. Babem. Sieht bisher, wie war das durcheinander gebracht? Ich bin nicht mehrere Personen. Ich habe auch keine Persönlichkeitsstörung. Also wirklich frech. Kennt mich ja nicht, ich bin ein einziger Mann. Durch hier auseinander. Und ich weiß, das wollt ihr nicht wahrhaben. Oh, Flugzeug. Hier rein.
Nein! Ach, Scheiße, haben wir Schiss. Ach, durch die Tür kann er auch ballern. Kann er nicht alles durchballern? Ja, es ist ganz schön unfair. Wie hat der das denn gemacht? Warum lebe ich noch überhaupt? Ist gerade alles ein Bug? Ich weiß es nicht und ich will es auch gar nicht wissen. Was hat das denn gerade? Was sind aber die scheiß Flugzeuge? Ja. Ich spüre, dass ich gleich sterben werde. Ja, genau, die treffen mich natürlich von hinten. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Die Gegner sind ja nämlich, wie ihr wisst, Götter. Die töten alles und jeden, egal auf welcher Hand. Scheinbar durch Wände schießen, durch Wände hinter Wänden schießen. An Orte schießen, an denen noch nie irgendjemand war. Das ist so, als hätten die Superkräfte. So, jede Kugel, die die schießen, die fliegt einfach auf mich. Magneto Man oder so, weiß ich nicht. Kann nur die Kugeln auf mich lenken. Oder Captain Germany ist vielleicht hier. Captain Deutschland. Captain Deutsches Reich. Hier schön über den Stacheldraht. Ich verstehe auch nicht, warum man sich da nicht verletzt. Also, ich bin nicht so ein großer Experte, aber ich glaube, mach ein bisschen Aua. So, die Bombe ist scharf. Wir setzen uns ins Auto und fahren dann auch gleich los. Nein! Achso, es geht noch weiter. Ja! Das meine hat euch noch. Ah, okay. Aber vielleicht kann man das bei den Flugzeugen auch einstellen. Explodiert das immer noch? Also, es sieht extrem geil aus, wie lang zu fahren. Es ist echt das Wasser. Boah. Sammelobjekt, Seesohle. Wasser gefahren bin oder was? So, fahren wir doch gleich mal hier weiter. Weiter. Infiltrieren den feindlichen Meldungen. Stimmt, wir haben ja drei Sachen, die wir infiltrieren müssen, oder? Ich weiß nicht, ob wir das alles diese Folge schaffen, aber ich hoffe mal schon. Bank of Mortar, what Mason needs. Schon, dass hier gleich 10.000 Gegner sind. Ich rieche das schon. Bin bis jetzt aber schon ganz gut eigentlich durchgekommen, oder nicht? Schnell deaktivieren. Scheiße, können die denn aushalten? Ich bin aus Stahl. Warum wirft er eine Granate, wenn er direkt vor mir steht? Ich bin kein Soldat und verstehe vielleicht auch nichts von Kriegsführung. Verteidigungsposition. Bewegung bei dem Lager. Ich hab sie verloren.
Lasse los! Ja, gebt euch! Gebt euch, ja, sogar noch nett und sagt es mir. Ergebt euch, bitte, ich möchte euch nicht töten. Ich bin auch der gute Deutsche. So, ich schwöre auf jeden Fall. Warum denn immer die Rauchgranate? Das ist eine richtige Granate. Das sind Flugzeuge, oder? Oder was? Leuchtet, na, die Feuer unterstützt, es ist die Bombardierung. Naja, wenn wir bombardiert werden, war ja klar, dass es nicht so lange hält, würde ich sagen. So. Jetzt kurz eine Pause hier. Ich bin in den feindlichen Meldebunker. Was ist denn der? Da. Cool, dass ich auch mitten im Nirgendwo immer spawne. Einer von denen? Wer ist denn einer von denen eigentlich? Ein HP. Das ist ja schon wie ein Bug, oder nicht? Denn wenn du ein HP hast und die ganze Zeit beschossen wirst, dann überleben. Woher weißt du das denn? Und dann sehen wir ja nichts. Den sind wir am Wind. Ach, von hinten! Okay, von zwei, beziehungsweise sogar drei Seiten. Schon echt fies. Deswegen, also ich glaube bis 14. Ja, ich kann ja nicht drei Folgen aus einer Mission. Obwohl, naja. Ist ja auch immer gemacht. Spawn auch immer in einer anderen Position. Mit weniger Munition. Du musst aber auch nicht gucken. Was zur Hölle war das? Sieht mich denn? Vielleicht doch nicht. Ein bisschen nervös. Ein verdammter Feind direkt hier! Direkt bei dir waren. Ja, genau. Stärksten Gegner, die wahrscheinlich Deutschland zu bieten hat. Alle hier. Selber ein Mistkerl, kannst du die Deutschen? Was willst du? Ich dachte, der Führer. Also, nicht meine eigene Meinung. Das ist ersichtlich. Es ist generell ersichtlich, dass ich das hier nicht alles so ernst meine. Direkt den Feinden in die Arme, sehr schön. Hier oben überhaupt laufen, ist mir egal.
Naja, MG heißt doch nicht, dass ich unsterblich bin. Kurz heilen. Warum denn nur mal die? Denkt ihr wirklich, dass ich so stark wie mehrere Leute bin? Und die keine Granate werfen, ist dann alles gut. Ah! Es war so klar, dass da irgendjemand hochkommt. Das ist nicht wahr jetzt, oder? Scheiß Arschloch. Ich komme ja auch nicht weg. Dieses Let's Play werden übrigens keine Kriegsverbrechen begangen. Ich glaube, der Clip ist, naja, gegen mich nachher verwendbar. Ich genau das Gegenteil machen. Ja, genau. Ich kann nicht mehr. Die Kapazitäten. Quatsch! Ach, wir haben gar keine Muni mehr. Da jemand. Ich bin hier, nicht sie. Aber naja, ich bin wahrscheinlich so gut wie eure gesamte Truppe zusammen, deshalb, ja. Kannst du mich gern als mehrere Leute beachten, obwohl ich das nicht bin. Also für Looten, oh, das ist schön. Was heißt das eigentlich, dass wenn wir da drei Dinge haben? Zumindest. Bist du Offizier vielleicht? Weil es hatte vorhin dieser Trainer da. Weiß auch genau, wann ich nachladen muss, oder? Passt doch oder nicht? So, ja, tue ich nichts mehr. Ich gleich meinen Alarm aus, nicht, dass vielleicht doch noch irgendwelche Verstärkung kommt. Ich da nicht sehe. Und naja, das Ding nervt einfach nur. So. Ich weiß nicht, wonach ich suche. Welche Logbüchern vielleicht? Angriffsbücher? Ach so, ja, wir müssen ja so heilen. Du weißt schon, dass die wissen, dass wir Briter sind wahrscheinlich. Also du kannst Deutsch. Ach so. Dass wir vielleicht gehört werden könnten, das ist egal, oder? Hm. Aber wir sind jetzt bei 30 Minuten, okay. Naja, wir haben jetzt ja schon zwei in einer Folge gehabt. Schon mal letzte auch noch. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht. Wäre natürlich ganz schön und optimal.
Ach, da hinten. Gab's da kein Auto? Ein Mannschaft zu Fuß wahrscheinlich wirklich besser. Und die Reihenfolge ist sicherlich auch sehr gut. Blöd, was ist denn da jetzt los? Haben es beide gehört, oder? Ich find's lustig, Junge. Der eine sagt Genasin, der andere hat mich schon längst gesehen. Eine komplett andere Welt einfach. So, okay. Wahrscheinlich geht es bei den Flugzeugen dann auch so, dass man so eine Ansicht hat. Mit der kann ich arbeiten. Schreibt mich denn da so an? Ich glaube, oben ist besser, weil die sehen mich dann auch schlecht. Also die sehen mich jetzt noch besser, aber dann die oben wechseln, sehen die mich ja schlecht. Weil sie ja tot sind. Deswegen holen wir uns die hier oben. Ich soll mal versuchen sollen. Und der Matt ist gleich weg. Oh, stürmt die Fässer. Noch eine. That's the radar stations. Wofür? Dass die Flugzeuge nicht mehr wissen, wo sie hinfliegen, oder? Generell, dass keine feindlichen noch mehr sehen. Oder liege ich da falsch? Oh, jetzt machst du richtig schön bumm. Soll ich ja, damit sie die anderen nicht mehr sehen. So. Wir haben ziemlich viel Bumm heute, muss man sagen. Und that's it. Yes. Das finde ich sehr schön. Einen Alarm haben sie wieder dabei. Schön, mich haben sie auch erwischt. Ja, cooler Weg, muss ich übrigens sagen. Das ist einfach der Weg ins Nichts. So ein taktisches Verschanzen ist, glaube ich, wirklich sehr gut. Wir müssen nur von hinten, kann immer jemand kommen. Wir haben scheinbar auch Besuch bekommen. Nervt doch mal nicht, wirklich. Ja, Nervgranaten heißen. Ja, blinden uns ja beide. Ah. Ist jetzt nicht wahr, oder? Boah, was?
Das war close. Das war close zum Tod. Zwei Seitenbeschuss, wahrscheinlich noch drei Seitenbeschuss. Sind eigentlich alle tot oder haben wir da hinten immer noch welche? Achso, das ist extra. Na, da muss man sagen, ist ja auch die Unterstützung auch schon dabei. Geht ja nur mal auf den falschen Platz. Ich weiß aber nicht, ob es schlau wäre, auch mit Auto zu fahren. Ich glaube ja nicht, oder? In dem verdammten Gebäude. Autsch. Echt fies. Also, aber wie gesagt, aus deutscher Sicht macht das halt alles Sinn, was sie machen. Ist ja oft so. Feind zugute kommt, kommt dann immer schlecht. Das wäre ja nicht der Feind. So, alle Alarm. Alarm deaktiviert. Alarm ist auch ein komisches Wort. Denn die nächsten sind da. Werden die einfach alle taub. Kann man wiederholen. Ist das der Einzige oder nicht? Aber ja, daher, dass es eben die letzten waren. Da oben war da noch jemand oder nicht? Ach nee, wir haben ja schon alle Alarme deaktiviert. Das war ja wohl ein Headshot. Ich glaube, der Stahlhelm bringt im Gesicht nicht so viel. Und zack. Nein, oder? Muss ich jetzt wirklich im 1 gegen 1 mit der Pistole töten? Verdammter Idiot. Und scharf das Ding. Wodurch wird eigentlich bestimmt, wie lange das braucht? Explodieren. Ich will die Explosion anschauen. Sehr schön. Und weg. Ich denke mal, wir werden jetzt auch ein bisschen Besuch bekommen, oder nicht? Unterwegs beim Fahren. Ich hoffe nicht, aber ich befürchte. Und ich habe mal die Flugzeuge da. So, fahren wir mal schnell. Oh, ho, 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 jo, jo, jo. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Oh, nein. Okay. Ist geschafft. Das ist hoffentlich die Mission noch fertig. Ich dachte, ich krieg das so ganz schnell hin. Wahrscheinlich bin ich getäuscht. Lebt ihr überhaupt eine Hase nachgeguckt? Okay, ja. Ich bin scheinbar recht gut, dass er hart geworden ist. Dafür wird er uns bestimmt töten wollen. Das kann abgehört werden. No, 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 no. Oh, oh. Oh, Jesus Christ. You have just told every cunt of an Iron Cross exactly where we are. Oh, meine Güte. Ach du Scheiße. Gib jetzt nicht auf, Auto.
Als ob die so viel schicken wegen einem Auto. Was habe ich getan? Oh, I fucked up. Yeah, you fucked up. You're useless. I fucking know that, don't I? I did Rodder's bag on myself, alright? Yeah, well, no surprise there. I did it when you said. Oh, was ein Moment. Fucked off and let me take the fall for it. So listen to me, you liar. Ja, jetzt kippt das Auto auf. Schöne Scheiße. You're not useless. Why do you think that I recruited you for in the first fucking place? Ich weiß es nicht. Because you're a trier. Like them banks you tried to rob. Even though you fucked up, you kept trying. And what good's that now? They're not coming for us, are they? Was? This is war, son. We fight one battle and then we fight another one until it's done. Okay. What are you gonna do? Feel sorry for yourself and just fucking lay down? Nein, ich kämpfe weiter. Or are you Billy Bridger, a trier? Yeah, I suppose. I can't hear you. Yes, I am. Oh, Billy fucking Bridger. Okay, soll ich hier so ausfällig werden? Right. How about you join your old mate? And we go and kill a load of sauerkraut munchers. Yes, weißt du, wir wollen jetzt gegen deutsche Panzer und sowas in Schlacht ziehen? Du Scheiße. Aber naja. Das machen wir. Hallo? Kann ich bitte. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ja, letzte Folge war jetzt nicht so spannend. Diese Folge war schon deutlich spannender, aber ich hoffe, die nächste wird mega spannend. Ich hoffe, ihr seid auch schon gehypt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ja. Ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao. Leute.